Hallo, ich möchte euch heute eins meiner Lieblingsgetränke zeigen. Und zwar handelt es sich dabei um ein dänisches Getränk, und zwar ein Erfrischungsgetränk, alkoholfrei. Ihr benötigt dafür Holunderblütensirup. Ihr könnt auch natürlich Holunderblütensaft nehmen. Ich verdünne den jetzt. 1 zu 5, 4 verdünnt man den. Diesen benötigt ihr. Dann natürlich ein Glas. Etwas geschnittene Zitrone. Zwei Scheiben reichen. Und zu guter Letzt Wasser zum Verdünnen. So, wir fangen damit an, dass wir die Zitrone entkernen, also alle Kerne raus. Ich habe gerade leider die Mitte erwischt, da sind viele Kerne dabei. So, hier ist der letzte. Hier haben wir auch noch einen. So, wenn wir diese beiden Zitronen nun haben, vierteln wir sie und geben sie ins Longdrinkglas. So, jetzt nehmen wir uns einen Stößel zur Hand und zerdrücken die Zitronen etwas, damit der Saft austritt und die ätherischen Öle freigesetzt werden. So, jetzt rühren wir das Ganze etwas durch. Also wir lockern es eher gesagt, weil es ist jetzt natürlich alles am Boden gedreckt. So, sehr gut. Jetzt geben wir hinzu das Wasser, Mineralwasser, und füllen jetzt mit dem Holunderblüten-Sirup. Also wenn ihr keinen Sirup habt und normalen Saft nehmt, braucht ihr natürlich kein Wasser zu nehmen. Dieser hat jetzt auch noch Zitrone schon mit dabei. Das ist natürlich doppelt gut. Das Wichtige aber ist diese Kombination aus süß von der Holunderblüte und der Zitrone. Wenn ihr keine gekühlten Getränke habt, könnt ihr noch Eiswürfel nehmen. Ich habe die jetzt beide gerade frisch aus dem Kühlschrank genommen, und ja, das Ganze könnt ihr jetzt noch etwas garnieren und damit einem Strohhalm anrichten. Viel Spaß beim Trinken, das ist ein typisches dänisches Getränk und kann ich jedem empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen.